Wie bereits in der Einführung dieses Kurses klar geworden ist, gibt es zwei Möglichkeiten, die Transkribus-Plattform zu nutzen: Transkribus Expert Client und Transkribus Lite. Zunächst widmen wir uns dem Transkribus Expert Client. Dieser stellt die Desktop-Version von Transkribus dar und bietet so die volle Leistungsfähigkeit der Transkribus-Plattform. Nachdem Sie sich auf der Website readcorp.eu registriert haben, können Sie den Transkribus Expert Client herunterladen. Da Transkribus auf Java basiert, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie vor der Installation die neueste 64-Bit-Java-Version installiert haben. Sobald Sie den Download von Transkribus starten, wird eine ZIP-Datei heruntergeladen und auf Ihrem PC abgelegt. Diese müssen Sie zunächst vollständig entpacken, bevor Sie die für Ihr Betriebssystem passende Datei ausführen können. Der Transkribus Expert Client läuft auf Windows, macOS und Linux. Entsprechend stehen Ihnen zum Start des Programms drei verschiedene Dateitypen zur Verfügung, erkennbar an der jeweiligen Dateiendung: .exe für Windows, .command für macOS oder .sh für Linux. Durch einen Doppelklick auf die passende Datei wird der Transkribus Expert Client gestartet. Nachdem Sie Transkribus gestartet haben, müssen Sie sich nur noch anmelden, um auf Ihren Account zugreifen zu können. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche Login in der Registerkarte Server und melden Sie sich mit Ihren Anmeldedaten an, die Sie auf der readcorp-Website registriert haben. Sehen wir uns zunächst einmal die wichtigsten Bereiche im Transkribus Expert Client an. Wir unterscheiden in die folgenden drei großen Bereiche: das Hauptmenü in der Kopfzeile, das Seitenleistenmenü auf der linken Seite sowie den Arbeitsbereich, der den meisten Platz einnimmt. Im Hauptmenü finden Sie eine Vielzahl von Funktionen, etwa zur Konfiguration der Ansicht, zum Import und Export von Dokumenten, zur Suche in und nach Dokumenten, zur Navigation innerhalb von Dokumenten, zum Speichern und Verwalten verschiedener Dokumentversionen sowie eine Reihe weiterer Funktionen zum Arbeiten in und mit Dokumenten in Transkribus. Im Seitenleistenmenü auf der linken Seite sehen Sie ganz oben fünf verschiedene Reiter, die Ihnen zur Verfügung stehen. Im Reiter-Server haben Sie die volle Kontrolle über alle Collections und die darin befindlichen Dokumente. Collections sind Sammlungen, die wie Ordner verstanden werden können. Wenn Sie erst einen neuen Account erstellt haben, sehen Sie hier zunächst einige Beispieldokumente in Ihrer ersten Collection, die automatisch für Sie angelegt wurden. So können Sie nun ein Beispieldokument durch einen Doppelklick öffnen. Im Reiter Overview sehen Sie alle Details zum derzeit geöffneten Dokument, inklusive der Vorschaubilder aller Dokumentenseiten. Die Tabs Layout, Metadata sowie Tools werden Sie in den folgenden Videos kennenlernen. Kommen wir noch zum Arbeitsbereich. Hier wird Ihnen immer die Dokumentenseite, die Sie gerade geöffnet haben, angezeigt. Standardmäßig sehen Sie in der oberen Hälfte das Bild der Dokumentenseite und in der unteren Hälfte das Transkriptionsfenster, in dem der transkribierte Text angezeigt wird. Auf der linken Seite des Arbeitsbereichs finden Sie außerdem noch das Canvas-Menü, das Sie zum Arbeiten direkt im Dokument benötigen werden. Aber auch hierzu erfahren Sie in den folgenden Videos mehr. Und das war's schon. Nun haben Sie einen grundlegenden Überblick über die Benutzeroberfläche im Transkribus Expert Client bekommen.